wie Valo Marin. Ich habe noch nie von einem Delish gehört, der dort schon gewesen ist. Ich glaube, euer Volk reist auch nicht allzu oft von Insel zu Insel. Nein, eigentlich nicht. Ihr solltet eure Wagen noch nicht wasserdicht machen. Ich glaube nicht, dass Lomarin schon bereit ist für die Dalish. Was soll das heißen? Würden wir die Leute dort etwa verärgern? Es ist kein Ort, wo man ungestraft etwas zurückweist. Lehnt die Dienste eines Wahrsagers ab und euer ganzer Clan wird aus der Stadt gejagt. Und dann hat Hawk die Tür einfach aus ihren Angeln gerissen, ist mitten ins Zimmer geschritten und... Oh, ich schätze, wir müssen den Rest wohl auf später verschieben. Hättet ihr kurz Zeit, Varric? Für euch habe ich alle Zeit der Welt. Um ehrlich zu sein, wollte ich ohnehin mit euch reden. Ihr und, wie heißt er nochmal, dieser Magier scheint euch ziemlich nahe zu kommen. Also, was ist da im Bushhawk? Na so etwas. Ich hätte nicht gedacht, dass ich euer Typ bin, Varric. Ich fühle mich geschmeichelt. Es liegt an meiner Brustbehaarung, nicht wahr? Keine Frau kann ihr widerstehen. Nur leider wird das nichts. Ich bin schon vergeben. Ah, Bianca steht mir also schon wieder im Weg, nicht wahr? Was soll ich sagen? Sie ist einfach ziemlich eifersüchtig. Hört mal, als euer Freund habe ich das Gefühl, ich würde euch einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich nichts sage. Vielleicht, und auch nur vielleicht, ist es möglicherweise gefährlich, sich mit dem besessenen Magier einzulassen. Das ist alles. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich weiß, ihr meint es gut, Varric. Aber macht euch keine Sorgen, ich weiß, was ich tue. Das hoffe ich doch sehr. Vielleicht mag er euch. Die Reliquie übergeben. Ich habe eure dämliche Reliquie nicht. Betrifft, die Reliquie gehört den Kunari. Es besteht also eine winzige Chance, dass sie zurückhaben wollen. Erzählt mir, was ihr wisst. Ihr könnt mir vertrauen. Ich wusste immer, was die Reliquie ist. Ich wollte euch einfach nicht beunruhigen. Die Reliquie ist ein Kunari-Text, den dieser Philosoph eigenhändig verfasst hat. Dieser Keslin Kusland, oder wie auch immer er heißen mag. Ich habe ihnen den Text gestohlen und sie sind mir hierher gefolgt, um ihn zurückzuholen. Und deshalb sind sie auch noch immer in Kirkwall. Weil sie ohne ihn nicht gehen können. Das alles hätte verhindert werden können. Warum sollte außer den Kunari noch jemand Interesse an der Reliquie haben? Das Reich von Tevinter befindet sich seit Jahrhunderten im Krieg mit den Kunari. Wenn Tevinter die Reliquie in die Hände bekäme, würde das der Moral der Kunari einen Schlag versetzen. Und vermutlich ist es auch genau das, was die Magier beabsichtigen. Das klingt, als würden die Kunari ihren Lesestoff ziemlich ernst nehmen. Gibt es denn überhaupt irgendetwas, das die Kunari nicht ernst nehmen? Ich bin sicher, da ist was. Vielleicht Klopf-Klopf-Witze. Hör zu, das Buch ist da drin, in diesem Gebäude. Und ich werde es mir nicht noch einmal durch die Finger gleiten lassen.
Es steht sehr viel mehr auf dem Spiel. Andererseits hat der Arishok schon so lange gewartet. Ach, ich weiß es einfach nicht. Es ist das Einzige, was mir Castillon vom Hals schaffen kann. Bitte sagt mir, dass ihr mir die Reliquie geben werdet. Sie gehört euch. Euer Leben hängt von ihr ab. Wirklich? Das hätte ich nicht erwartet. Es ist schön, dass endlich mal jemand auf meiner Seite steht. Ich hoffe, wir werden es nicht bereuen. Also los, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wo ist die Reliquie? Ich habe sie. Das Buch von Kuslun wird Tevinter nicht in die Hände fallen. Blut und Asche! Atashkunagi! Er entkommt! Isabella!